Recht herzlich willkommen bei Firma Auto Walser. Das ist Nadine Raguette, die bei uns im Empfang arbeitet. Und ich bin der Rainer Mader, ich bin der Chef hier, der Geschäftsleiter. Wir sind ein Garagenbetrieb in Wangs, Sargans. Und wir führen die Markenvertretungen BMW und Suzuki. Und haben einen Okkasionsbestand von rund 80 Fahrzeugen. Wir sind im Moment ca. 45 Angestellte. Und davon haben wir rund 10 Lehrlinge, die man immer ausbildet, in verschiedenen Berufsbildern. Zu unseren Stärken gehört, dass wir sehr ein sehr breites Rahmenangebot haben, also ein sehr grosses Dienstleistungsangebot. Das heisst, wir machen alles in-house. Wir haben eine eigene Karosserie, wo wir lackieren und spengeln. Wir haben eine grosse Werkstatt mit rund 10 Angestellten drin, wo wir im technischen Bereich alles machen. Wir haben eine eigene Tankstelle, wir haben eine eigene Wäschanlage und haben natürlich auch ein eigenes Ersatzteillager, wie ein relativ grosser Büroapparat, den man heute dazu braucht. Aus dem grossen Dienstleistungsangebot heraus ergibt sich auch, dass wir sehr viele Berufsbilder ausbilden. Wir sind auch angewiesen auf die Lehrlinge, die wir haben. Wir bilden hier im Haus rund 7 Berufe aus. Das ist zum einen das Büro mit allen KV-Bereichen, zum anderen der Detailhandelsfachmann. Dann bilden wir die Automechaniker, also Assistent, Fachmann und Mechatroniker aus. Haben die Autolackierer, die wir ausbilden als Berufsbild, und die Spengler, die Autospengler mit EFZ. Alle mit diesen Ausweis. Ja, also zuerst habe ich nicht so in Sachen Autobranche Autos geschaut, also Beruf geschaut. Zuerst habe ich noch viel KV geschnuppert, alles. Und dann ist mal mein Bruder auf die Idee gekommen, ja, wenn du so gerne mit Autos irgendwie zu tun gerne hast, kannst du auch etwas in Sachen Autobranche schnuppern. Und dann bin ich eben auf diesen Beruf gekommen. Dann bin ich zweimal schnuppern gegangen. Hat mir sehr gefallen und jetzt bin ich hier seit 3 Jahren in der Lehre. Man muss ein bisschen schon in den Fingern haben in Sachen Mischen. Also eigentlich wird es vom Mischgerät ausgewogen. Da haben wir die verschiedenen Farben. Und die wird man, je nachdem, wie viel Gramm es braucht, reingemischt. Man muss immer schauen, dass es nicht zu viel und auch nicht zu wenig ist. Denn sonst kann es sein, dass die Farbe einfach nicht mehr stimmt. Man muss halt handwerklich begabt sein. Also ein gewisser handwerklicher Geschick muss man haben. Und auf jeden Fall ein gutes Auge in Sachen Farbe. Und wenn man am Spritzen ist, wo man genau mit der Farbe hergeht und immer mit dem Auge mitgeht. Sieht das jetzt so eine Hauptgrundierung drauf? Auf das Neuteil. Wir haben hier drin zwei verschiedene Berufsgattungen. Einmal ist der Autolackierer und der Karosseriespengler. Gut, dann könnt ihr den eigentlich schnell verschleifen, sauber. Und nachher schön ausbühlen mit dem Multispotanlage, dass die Kante wieder schön gerade ist. Ist gut. Ich bin auf den Beruf drauf gekommen, weil ich gerne mit Metall arbeite. Und gerne mit der Hand und handwerklich eigentlich begabt bin. Das Wichtigste ist, dass man Freude am Arbeiten hat, Freude an Autos hat und gerne mal heimkommt, wenn man sehr dreckig ist. Dass man mal bei einem Auto, das man mal geschafft hat, mal das Endprodukt sieht und man Freude hat, dass man das Auto mal selber gemacht hat und sieht, dass es schön ist. Es sind sehr interessante Berufe, also da kann jeder mal gerne reinschauen. Also man kann viel machen, man kann viel selber machen. Man sieht das Endprodukt, was man gemacht hat. Man hat nachher automatisch auch Freude daran. Weil ich mich sehr allgemein für Autos interessiere. Sonst hat es mich wundern genommen, wie das funktioniert mit Farbe und das Ganze. Ich finde, das ist für Mädchen auch ein Beruf. Es ist nicht nur ein Männerberuf, sondern ich finde, das können auch Frauen oder Mädchen machen. Es ist etwas... Ja, wenn man es gerne macht, warum nicht? Wir haben hier noch Claudia Ackermann, wenn ich sie vorstellen darf. Sie hat auch mal die Lehre gemacht als Autolackierin und hat die erfolgreich bestanden. Und wir sind sehr froh, haben wir sie bei uns hier beim Auto Walser als Autolackiererin. Ich bin Aftersales-Leiter und Kundendienstberater am Auto Walser und schaue zusammen mit dem Elia Becci für die Lehrlinge. Ja, halt. Ja, es gibt halt Zeiten, wie zum Beispiel jetzt im Winter, wo es etwas strenger wird, weil wir Rädchen wechseln müssen. Für fast 1,5 Monate. Und ja, so ist es ein abwechslungsreicher Beruf. Man sieht vieles Neues, was man noch nie sieht.
Also würde ich auch empfehlen, mal schnuppern kommen, wenn neue Autos interessieren. Es ist halt schon ein bisschen körperlich streng, aber man gewöhnt sich daran. Und man wird natürlich kräftiger. Ja. Mir macht es Spass, an den Autos zu ziehen und Autos reparieren. Hauptsächlich eher so Tuning ist mein Ding. Und ich mag den Beruf halt. Man lernt viel, man hat Spass dran. Von den Lehrlingen erwarte ich, dass sie von Anfang an vollen Einsatz geben, bringen, dass sie immer, dass sie das Interesse immer beibehalten, Motivation muss immer stimmen. Schulnoten sind natürlich auch sehr wichtig, das muss auch immer gut sein. Und Freude am Arbeiten nie verlieren, das ist auch sehr, sehr wichtig. Das erwarte ich natürlich auch. Und für einen Automobilmechatroniker muss man sehr, sehr gute Vornoten haben. Da langen den 4,5er leider nicht mehr. Da muss man sicher mindestens einen 5er-Schnitt haben, sonst sind wir da, können wir nicht mitmachen in der Schule. Das ist auch noch sehr wichtig. Falls euch eins von unseren Berufsbildern interessiert, sind nicht geniert, läutet uns an, können wir schnuppern. Schaut, dass ihr einen Tag zwei Zeit habt. Und falls es euch gefällt, schickt uns natürlich auch eine Bewerbung. Wir würden uns freuen. Ihr seid herzlich willkommen.